Liebe Witzikerinnen, liebe Witziker, wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr ein Weihnachtsmarkt hergebracht haben. Klein und fein, gut besucht, schönes Angebot und auch kulinarisch mit Würst und Raclette. Es ist auch wunderbar, haben wir wieder viele freiwillige Helfer gefunden, die uns da überhaupt geholfen haben, um das zu ermöglichen. Ein grosses Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Brasserie Keller, ja. Euer mega Highlight ist? Ja, dass wir hier da sein mit unserem Bier natürlich. Mit dem speziellen Bier? Ja, das Glühbier natürlich. Und das ist mega. Gell? Ja. Das hast du schon gehabt. Das macht süchtig. Ja. Muss auch aufpassen. Darum grinsen wir jetzt ein bisschen. Sandra, Fotibus heute hier. Ja. Am Weihnachtsmarkt. Korrekt. Habt ihr etwas Spezielles heute, das ihr anbietet? So ein Winterzauberkistchen. Ist aber schön. So ein Wichtelkistchen, weil wir ein gutes Wichtel geschenken. Okay. Wir sind wieder in der Glühweinhütte, die jedes Jahr dabei ist, mit dem allerbesten Glühwein definitiv von Wetziken. Limoncello, Limoncello, was hast du gerufen? Sag's mal. Limoncello Crema. Hausgemacht. Das Geheimrezept verraten ist nicht. Nein. Zu dir komme ich, wenn ich sie jetzt aktuell gerade bei mir ein bisschen heimelig habe. Genau, oder wenn du jetzt gerade von der Weihnachtssaison her das Gefühl hast, du willst ein bisschen üppig dekorieren. Bist du sicher genau. Bei mir und meiner Marke richtig? Als ich das letzte Interview gemacht habe, ja. Im März, habe ich den Rudi Rüfenach interviewt. Und er hat gesagt, er wünsche sich für den nächsten März einen halben Meter Schnee. Ich kann ja meinen Vorgänger gern. Aber es gibt dann auch hier wieder Grenzen. Ein halber Meter muss jetzt nicht sein, aber ein bisschen schneilen ist doch ganz anständig. Und ja, man darf ja merken, wir haben Winter, es ist Dezember, es weihnachtet ein bisschen. Das gehört dazu. Also wir sind heute hier präsent mit Kaffee und Punsch und Ursis Krebeli. Und wir verkaufen hier Produkte, die einerseits fair, bio und sozial sind. Du, aber die Frage habe ich jetzt gleich noch an die Murzli. Und die wer? Du hast jetzt immer ein Wägeli hinten drin. Ja. Gibt es noch irgendwie noch ein Glühwein oder ein Glühbier? Oder? Ja, hast du gar nicht bekommen? Ja, gar nicht bekommen vom Samichlaus. Ja, kannst du nachher noch ein Sprüchchen aufsagen? Kannst du den ganzen Wagen nachher abräumen? Ja, vermutlich schon. Wenn ich meine Sprüchchen gehört. Ich finde es vor allem gut an den Standort hier, gerade vis-à-vis vom Migro. Dann hast du auch ein bisschen mehr Leute wieder, wenn du in die alte Turnhalle hinterher gehst. Dann bist du versteckt dort hinten. Wir haben super Raclette gemacht von der Käserei Rüeg in Hiwil. Kaffee Lutz, der sehr gut läuft. Dann der Weisswein. Punsch, Hauskaffee mit Birnenschnaps, mit Schlagrahm, sehr empfehlenswert. Wir wissen, die Wetziker sind anspruchsvoll. Sehr. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Jahr, gell? Ja, unbedingt. Kommt vorbei, es lohnt sich. Wir freuen uns auf alle, die noch heute Abend auf Nacht kommen und einkehren. Und hoffen, dass das alles ausgetrunken wird. Fein, aber oho. And